Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Okami. Ich bin mal einen Raum weitergegangen als beim letzten Mal. Man lässt mich nicht mehr aus dem Drachenpalast raus, das heißt, ich kann nicht speichern. Somit muss ich jetzt noch ein Part extra dranhängen. Nicht, dass es mich stören würde, aber ich habe nicht mehr so viel Zeit. Es kann also sein, dass der ein bisschen kürzer wird als die anderen Parts. Dafür hatten wir letztes Mal auch einen längeren Part. Wie dem auch sei, wir werden sehen. Da bin ich spontan. Wir gucken mal. Auf jeden Fall wollte ich hier raus zum Speichern, das zeige ich euch mal. Und ja, da wird mir gesagt, wo ich hin will. Wir müssen doch die Kugel zur Königin bringen. Oder zu dieser Otohime hier, dieser Draconia-Königin. Dann machen wir das doch gleich. Warum nicht? Mal gucken, wie sie uns da weiterhilft. Aber wir sind jetzt dem Schritt schon sehr, sehr nah, endlich zur Oni-Insel zu kommen. Ich bin zurück, Otohime. Oh, welche Erleichterung zu sehen, dass es euch beiden gut geht. Und was ist mit dem Drachen und der Drachenkugel? Da haben wir sie. Bitteschön. Hast du die Drachenkugel aus dem Körper des Drachen geholt? Ich habe keine Worte, meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Jetzt, da ich die Drachenkugel habe, kann ich Macht des Wasserdrachen nutzen. Damit kann ich die Sperre um die Oni-Insel brechen. Wegen dem Wasserdrachen. Er sank auf den Grund des Meeres, als wir diese Kugel nahmen. Bedeutet das, dass der König der Draconia... Ich meine, ist dieser König der Draconia wirklich euer... Ja, es stimmt. Der Wasserdrache war König Wada, mein Ehemann. Er vollführte den uralten drakonischen Ritus der Transformation, um die Kräfte der Finsternis zu bekämpfen. Aber er wurde schwer verwundet und floh in eine unkontrollierbare Wut. Wenn der König tot ist, dann muss das Gesetz der Nachfolge erfüllt werden. Die Drachenkugel muss um jeden Preis gerettet werden. Und zu meinem größten Bedauern war dieser Preis das Leben des Königs. Hör mich an, Isun. Wie ich schon zuvor sagte, die Draconier sind bereit, alles zu tun, was immer auch getan werden muss. Wir dürfen nicht zögern. Nun dann, Amaterasu. Was ist mit dem dunklen Instrument des Herrn der Finsternis? Du hast es bestimmt im Bauch des Wasserdrachen gefunden, oder? Oh, ihr meint die Fuchsstäbe? Die Beauftragte von Königin Himiko hat sie an sich genommen. Sie sagte was davon, ihre Macht gegen das Böse zu verwenden. Himikos Beauftragte? Es stimmt, das dunkle Instrument hat unfassbare Kräfte. Aber das Böse wird alles in seine Macht Stehende tun, um es wiederzufinden. Ich hoffe wirklich, diese Beauftragte, von der ihr da sprecht, ist wirklich vertrauenswürdig. Alle Hoffnungen wären verloren, wenn es wieder in die Hände des Bösen fallen würde. Ja, hier bahnt sich schon was an, wie ihr merkt. Die Vollbusige ist... recht interessanter Charakter gerade. Was war denn das eben? Eine Offenbarung? Vielleicht möchte uns König Wada noch etwas zeigen, bevor er uns verlässt. Das sieht nicht sehr gut aus. Habt ihr eine Ahnung, was diese Vision bedeuten sollte? Komm schon, Emmy!
Wohin willst du gehen, Amaterasu? Keine Zeit für Erklärungen, Otohime. Wir müssen schnell rüber zum Ankoku-Tempel. Ja, da sollten wir schnell hin. Erinnere dich, Amaterasu. Es gibt noch Hoffnung. Ich werde hier auf Königin Himikos Offenbarung warten. Wir werden uns dort treffen, wo die Oni-Insel erscheinen wird. Mögen die Götter der See über euch wachen. Ach, die Musik ist gut, Leute. Ja, es sieht nicht gut aus für unsere vollbusige Freundin. Oh Mann, da ist irgendein riesiger Fuchs aufgetaucht. Und wir hatten ja eben schon mal eine Begegnung mit kleineren Füchsen. So gerne ich die Musik auch lassen würde. Wir teleportieren uns lieber. Schnell ist immer gut. Warte mal eine Sekunde, Emmy. Wie weit glaubst du, kommen wir mit diesem Ding? Okay, wir dürfen uns teleportieren. Okay, dann laufen wir natürlich. Vielleicht kann man sich nicht hier runter teleportieren, aber eigentlich... ich weiß nicht genau, warum das jetzt nicht ging, aber... man musste wahrscheinlich die ganzen Cutscenes aus sehen. Das wäre natürlich sonst vergebens. Macht schon irgendwo Sinn. Okay, Orca, schnell an den Strand. Ach, die Musik ist so gut. Wisst ihr was? Wir machen es einfach episch. Ich teleportiere mich nicht. Wir laufen dahin. Ich finde das gerade irgendwie ganz cool. Es gibt der ganzen Sache noch ein bisschen mehr Tragik. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig. Und ihr wisst eh, also, sobald es im Spiel keinen Counter gibt, gibt es nur eine Möglichkeit, zumindest meistens, wie die Sache ausgeht. Und wir werden sehen, wie sie ausgeht. Lauf, Amy, los! Das ist alles schon sehr nice hier. Ich mag das. Gut, wir sind ja gleich auch schon in der richtigen Küste. Der Weg ist kürzer, als ich dachte. Generell ist die Welt gar nicht so groß, wie man immer denkt. Man ist zwar oft und lange an irgendwelchen Orten, aber das finde ich gerade auch sehr, sehr cool an dem Spiel. Immerhin, wer braucht schon riesige Welten? Und dann hat man davon nichts. Ja, ein sehr, sehr gutes Beispiel finde ich ist da immer noch The Witcher 3. Das Spiel ist grandios. Ich liebe die Witcher-Serie. Teile 1 bis 3 sind der absolute Wahnsinn. Aber ich verstehe nicht ganz, warum man aus The Witcher 3 einen Open-World-Titel machen musste. Hätte es eigentlich nicht gebraucht. Das ist cool. Die ganze Atmosphäre und Stimmung ist auch der absolute Wahnsinn. Wenn man da mitten im Wald steht, ein Sturm zieht auf, die Grafik ist Hammer. Und dann bewegen sich die Bäume im Sturm und das hat auf jeden Fall was. Aber ich finde eben, man hätte es nicht ganz so groß machen müssen. Vielleicht ja Open World, aber eben ein bisschen kleiner. Ja, hätte gereicht beim Spiel. Die Welt ist ja echt riesig. Naja, ich will es nicht schlecht machen. So, es ist ein göttliches Spiel. Und wir sind endlich am Tempel angekommen. Mal gucken. Was zum Teufel? Wow, es ist die vollbusige Braut. Sie ist fort. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Okay, wir wissen ja, dass die irgendwie so ein paar Fähigkeiten hat, aber... ein Geist? Warte, Braut, warte! Will sie, dass wir ihnen folgen? Ja, ich denke schon. Was zum Teufel? Sie ist in der Wand verschwunden. Was zur Hölle? Hast du das gesehen, Emmy? Die vollbusige Braut ist gerade durch die Wand gegangen. Ja, vielleicht sollen wir das auch tun. Ja, sollen wir wahrscheinlich. Wer hätte gedacht, dass es hier einen Geheimgang gibt? Fühlst du den Luftzug, der aus dem Brunnen kommt? Er muss zu der vollbusigen Braut führen. Oder ich will nicht mehr Isun heißen. Schnell, Emmy,
Nicht lange nachdenken, los geht's. Ja, okay. Nur mal kurz gucken, ob hier noch ein Schatz ist. Jo, da ist es. Guckt mal. Das ist die Szene, die ich letztes Mal meinte mit... Das Spiel ist an sich immer sehr lieb und farbenfroh. Und plötzlich sieht man hier sowas. Hey, da ist eine Leiche. Wow, sieht aus, als ob sie schon ewig hier wäre. Es sind nur ein paar Knochen und Kleidungsstücke übrig geblieben. Wo habe ich bloß diese Kleidung schon mal gesehen? Ja, ist eigentlich eindeutig, wer das hier ist. Es ist die vollbusige Braut. Und keiner weiß so richtig. Isun sagt, es sieht schon aus, als würde sie lange hier liegen. Seit wann sie schon hier ist. Diese Vision könnte alles gewesen sein. Hätte die Zukunft sein können. Die Gegenwart oder auch die Vergangenheit. Und genau sagen kann man das jetzt nicht. Und wer weiß, wem wir jetzt die Fuchsstäbe gegeben haben. War das noch die Frau? Hat sie irgendwo versteckt? Oder hat sich irgendwer Böses eingeschlichen und gesagt, hier, yo, gib mir das Ding. Und ist damit irgendwo hin abgehauen. Wir sind irgendwo rausgekommen. Wo zum Teufel sind wir? Nördliches Land. Ah, das ist eine Schrifttafel, die ist ganz interessant. Die würde ich sagen, gucken wir uns mal an. So. Bevor wir jetzt hier aus der Tür rausgehen. Nördliches Land. Logbuch, Reiseführer. Zum Teufel, wo finde ich die im Logbuch? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Prophezeiungen wahrscheinlich nicht. Das ist ja die Zukunftsbraut, die uns Tipps gibt für, glaube ich, ein gewisses Entgelt. Vielleicht hier irgendwo? Nördliches Land, genau. Die bösen Dämonen, die sich überall im Land herumtreiben, egal wie viele du auch von ihnen besiegst, es werden nicht weniger und die Last, die sie den menschlichen Herzen aufbürden, wird nicht geringer. Diese bösen Teufel kommen aus einem Land weit nördlich von Nippon. Von dort aus infiltrieren sie die Lande hier und begehen schreckliche Schandtaten. Die nördlichen Länder werden als die Brutstätte des Bösen gefürchtet. Viele Jahre lang hatte sich Nippon von den Ländern des Nordens abgeschottet. Ein unreines Land, in dem das Böse tun und lassen kann, was es will. Aber es wird auch gesagt, dass die gesamte Schöpfung ursprünglich aus dem Norden stammt. Kommen wir dort noch hin? Kommen wir vielleicht noch in den Norden des Landes? Höchstwahrscheinlich schon. Sonst würde es hier nicht so stehen. Und der Ursprung des Bösen, der muss ja bekämpft werden. Also müssen wir wahrscheinlich irgendwann mal dorthin. Aber wir werden sehen. So, nun schauen wir mal, wo wir jetzt hier eigentlich gelandet sind. Hä? Ist das nicht Himikos Palast? Wieso gibt es einen Tunnel vom Ankoku-Tempel bis hierhin? Das ist die Frage. Und ich würde sagen, dann gehen wir doch auch gleich mal zur Königin. Da sollten wir ja eh hin. Rauru, das ist glaube ich die Vollbusige. Die wird es wohl nicht geschafft haben. Oh oh, was ist hier los? Ihre Majestät, Königin Himiko. Hey Schätzchen, was ist hier verdammt nochmal passiert? Sie ist ohnmächtig geworden. Naja. Das verheißt nichts Gutes. Rauru ist tot. Die Beraterin der Königin ist ohnmächtig. Aber gut, die Königin meinte, sie hat eine Barriere. Wir müssten wieder unser Artefakt ausrüsten. Sonst wird das hier zu gefährlich in der Lava. Los, Emmy, schwimm, schwimm, schwimm. Jetzt aber schnell. Hoffentlich schützt sie noch ihr Schutzschild. Sie hat ja eins. Hoffentlich geht es der Königin gut. Oh oh. Was zur Hölle ist passiert? Hey, schöne Dame. Himiko. Sie ist tot.
Es war schrecklich. Ein Monster, das 10-mal größer war als ich, erschien. Es zerstörte die magische Barriere und ließ Königin Himiko so zurück. Die vollbusige Braut? Seid ihr es? Von welchem Monster sprecht ihr? Dieses ultragigantische Ding, das euch am Ankogu-Tempel angriff? Ich habe solche Angst jetzt. Die bösen Wesen, die wir besiegen müssen, um die Leute in der Stadt zu retten. Ihr Anführer ist eine solch mächtige Bestie. Kein Mensch kann sich ihm entgegenstellen. Der klägliche Widerstand von Unsterblichen ist sinnlos. Verdammt! Himiko sagte, dass sie okay sein würde, solange sie den Kristall hat. Also wie zur Hölle konnte das passieren? Hey Emmy, warum starrst du die Tante mit dem dicken Dingern so an? Himiko ist tot. Seid ihr denn überhaupt kein Stück traurig? Was ist los, Emmy? Amaterasu? Was machst du da? Runter, Emmy! Hast du den Verstand verloren? Stehst du auch unter der Kontrolle des bösen Fluchs? Hä? Kanji Sae Bosatsu. Gyujin Han Ya Hara Mitaji. Ich kann kein Japanisch. Shoken Go Onkaiku. Dui Saiku Yaku. Ich habe nie gedacht, dass ich Japanisch vorlesen muss. Ich kann es nicht. Was zum Teufel ist passiert? Was zur Hölle? Was hast du auf einmal für abgefahrene Augenbraut? Ihr macht mir Angst. Das klingt bestimmt total dumm, wenn ich so lache. Nun, so weiterzumachen würde keinen Spaß mehr machen. Du bist ein cleveres Biest, Amaterasu. Ich habe dich zum Schatzschiff als Köder für den Wasserdrachen gelockt. Aber du bist entkommen und konntest das Wunschzepter in deinen Besitz bringen. Du hast sogar die Stadt vom giftigen Nebel befreit. Du hast auch angefangen, nach der Oni-Insel zu suchen, um meine Zuflucht zu zerstören, und du hast es sogar geschafft, den mächtigen Wasserdrachen zu zähmen. Aber nun, da der Wasserdrache fort ist, ist meine Zuflucht unangreifbar. Und Himiko ist eine tote Leiche. Eine tote Leiche. Okay. Du wirst jetzt nie mehr erfahren, wo die Oni-Insel ist. Das Glück scheint auf meiner Seite zu sein. Dadurch, dass ich den Körper dieser Priesterin Rao übernommen habe, war alles so einfach. Himikos magische Barriere zu durchbrechen war einfach. Als ich nah genug bei ihr war. Achso. Emmy, wo ist die vollbusige Braut, die wir kennen und lieben? Es ist alles wegen diesem Objekt, das du vom Wasserdrachen hast. Alles geschah, damit ich die Fuchsstäbe wiederbekomme. Amaterasu, du närrische Bestie. Wenn ich daran denke, dass du mit dieser mächtigen Quelle so leicht umgehen konntest, wisse, dass du es warst, der die Macht des Herrn der Finsternis wiederbelebt hat. Okay, krass, müssen wir kämpfen. Ich hatte es total vergessen. Das wäre jetzt natürlich sehr cool. Ist sie wirklich der Herr der Finsternis? Der Herrscher alles Bösen? Die Fuchsstäbe ließen die Barriere des Kristalls wie Glas zerspringen. Oh, wenn du doch nur hier gewesen wärst, um sie sterben zu sehen. Ich glaube, ich werde den Kristall mitnehmen. Nur für den Fall, dass deine erbärmlichen Freunde versuchen sollten, mich zu finden. Ui, sie isst sie auf. Oder er oder es. Die böse Rau. Und wenn ich mich jetzt auch um dich kümmere, Amaterasu, dann wird eine Welt des Bösen nichts mehr im Wege stehen. Emmy, erinnerst du dich an die Offenbarung des Drachkonia-Königs? Er hat uns gezeigt, wie das Fuchsgesicht hier die echt vollbusige Braut umgebracht hat.
Junge, sie ist eine echt gute Täuscherin. Sie hat mich total reingelegt. Und guck, was sie mit der armen kleinen Himiko gemacht hat. Nun, zumindest müssen wir uns nicht mehr um die Oni-Insel kümmern. Wir werden dich gleich hier und jetzt erledigen. Tja, hoffen wir doch mal. Cool, ich wusste echt nicht mehr, dass wir kämpfen müssen. Das gefällt mir gerade so sehr gut. Wow. Ja, komm schon, nimm das. Und sie hat ein cooles Schwert. Jetzt fängt sie an, wie Pesttauch hier mit Schwerten rumzuschießen. So, mal gucken. Ja, ich glaube, davon können wir keinen zurückschleudern. Ja, jetzt muss ich mich mal ein bisschen anstrengen. Aber was für ein Part, Leute. Es sind hier gerade zwei Leute gestorben. Auf einmal. Aber Rao scheint schon ein bisschen länger tot gewesen zu sein. Prophezeiung muss also die Vergangenheit gezeigt haben. Ah, was nicht gerade so cool ist. Wir wurden also die ganze Zeit getäuscht. Diese komische Fuchsfrau hier wollte auf jeden Fall nur an die Fuchsstäbe ran. Und das wollte sie ja schon, seitdem wir sie kennengelernt haben. So, ich probiere es mal mit einer Bombe. Ich hoffe mal, sie wird ungefähr hier landen. Nice, Bomben sind immer gut. So, noch eine bitte. Wie sie einfach reingelaufen ist. Oh, jetzt können wir sie bepinseln. Sehr gut, wir haben sie gleich. Uah. Nimm dies, Schurken. Na, da reicht doch locker aus. Oh, oh. Oh. Ah, wir haben es gleich. Einmal noch. Wenn ich noch einmal so treffe, dann war es das. So. Sehr gut. Aber sie hat die Kugel ausgespuckt. Das ist sehr gut. Am besten schnappen wir sie uns gleich. Okay, wir haben sie, Emmy. Lass uns diese fuchsköpfige Schlampe erledigen. Oha. Was tut sie? Oh Gott, sie hat sich in einen riesigen Fuchs verwandelt. Ihr dummen Narren, glaubt ihr wirklich, dass es so einfach wäre? Ich habe Kräfte jenseits jeder Vorstellungskraft. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack, was der Herr der Finsternis so alles kann. Ja, ist er jetzt aber der Herr der Finsternis? Kleine Gottheit, es ist nur die Größe dieses Raumes, die dich gerettet hat. Es ist hier viel zu eng für mich, um meine wahre Macht zu entfesseln. Aber wie auch immer, Widerstand ist zwecklos. Eure letzte verbliebene Hoffnung ist nicht mehr. Ich werde zur Oni-Insel zurückkehren und meine finsteren Kräfte sammeln. Dann werden wir kommen und alles und jeden zerschmettern, was sich der Finsternis in den Weg stellt. Ja. Das waren zwei sehr coole Parts jetzt die letzten Male. Und der hier ganz besonders, der hat wieder mal viel von der Geschichte erzählt. Amaterasu hatte den Herren der Finsternis entweichen lassen. Das erlebte Böse ließ der Wölfin kalten Schauer den Rücken runterlaufen. Amaterasu und die Sun wurden von einer überwältigenden Traurigkeit ergriffen. Himiko war standhaft bei ihrer Suche nach der Oni-Insel geblieben. Am Ende ereilte sie der Tod durch die Hand des Herrn der Finsternis. Mit Himiko starb auch die Hoffnung, die Oni-Insel zu finden. Amaterasu und die Sun blieben ohne einen Funken Hoffnung zurück.
Ihre Suche aufzugeben schien die einzige Lösung zu sein. Als sie den blutbesudelten Kristall bemerkten, der deutlich ein Bild von Himiko zeigte, Isun, seine Augen nicht trauend, hörte aufmerksam zu, als Himiko zu sprechen begann. Sie erklärte, dass die Oni-Inseln nicht leicht zu finden sein würden und dass sie sich dazu entschieden hat, als Geisterwesen im Kristall weiter nach Hinweisen zu suchen. Sie hatte sich geopfert, um die Macht des Herrn der Finsternis nutzen zu können. Sie war sich darüber im Klaren, dass der Herr der Finsternis jetzt auch die Fuchsstäbe in seinem Besitz gebracht hatte. Es war alles geplant gewesen. Himiko verlieh dem Kristall noch größere Macht. Die Zuflucht der finsteren Kräfte erschien. Die Oni-Insel erscheint nur bei Sonnenuntergang, an einem bestimmten Ort. Der Ort, den der Kristall offenbarte, war kein anderer als ein Punkt direkt vor dem nordwestlichen Strand der Ryoshima-Küste, nahe dem Ort, der als Beobachterkap bekannt ist. Die Oni-Insel würde beim nächsten Sonnenuntergang am Beobachterkap erscheinen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer erhellte die Herzen unserer Helden. Gerade als das Bild der Oni-Insel vom Kristall verschwand, erschien ein tiefer Riss und spaltete das Bild von Himiko. Sie hatte den ultimativen Preis bezahlt, um die finsteren Kräfte zu manipulieren. Der Kristall selbst war verbraucht. Das Schicksal um Himikos eigener Seele hatte sich untrennbar mit dem Kristall verbunden. Ein strahlblendendes Licht kündigte das Ende des Kristalls an. Himikos Seele blieb in den zersplitterten Fragmenten gefangen. Dann erhob sie sich in den Himmel und betete dabei inständig für Amaterasus sichere Reise. Oha. Okay, die Zeit war okay. Ordentlich hinbekommen. Sehr gut. Leute, was ist hier eigentlich los? Die Königin hat sich extra in den Kristall gesperrt, ist dafür jetzt trotzdem gestorben, nur damit wir endlich zur Oni-Insel können. Das ist echt krass. Emmy, die Sonne wird bald untergehen. Die Oni-Insel wird verschwinden. Diese Offenbarung für Himiko, für die Himiko ihr Leben riskiert hat, sagte uns: Was immer wir auch tun, es darf nicht umsonst gewesen sein. Wen kümmert's, ob wir die Sperre auf der Oni-Insel durchbrechen können? Jetzt aber schnell zum Beobachtercup, Emmy. Mach ich. Ja. Aber nun gehe ich erst einmal speichern, hoffe ich. Ich muss jetzt auch leider aufhören. Himiko, das kann nicht sein. Ja, Leute, was ein Part. So viele Tote. Ein neuer Herr der Finsternis ist erschienen. Ein Fuchs mit, glaube ich, 9 Schwänzen. So wie bei Naruto. Echt krasse Sache. Ja, Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt speichern. Ich hoffe, das klappt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Okami.